Leute, willkommen zur nächsten Folge Cities Skylines 2. Ja, in der letzten Folge, das war zu weit, haben wir Brighton schon mal ein bisschen aufgebaut. Bisschen Industrie und ein bisschen Wohn- und Gewerbe. Und ich sehe gerade, wir haben wieder Nachfrage nach mittlerer Dichte. Aber wird langsam voll hier. Wobei, ein bisschen Platz haben wir noch. Also da können wir eigentlich noch warten. Ja, ansonsten haben wir erstmal nichts, tatsächlich. Ich hatte kurz vor Ende der letzten Folge nochmal geguckt, ich kann es euch nochmal zeigen. Jetzt muss ich einen Cut machen, ich kriege einen Anruf. So Leute, tut mir leid, da musste ich rangehen. Den Anruf wollte ich jetzt nicht vergehen lassen. So, also. Strom, genau. Also, Handel von Dienstleistungen, Stromexporte, 40.000. Und Wartung und Betriebsmittel. Denke ich, da geht es um Strom. Moment. Nee, Quatsch. Ich habe mich vertan. Ah, lul. Was sehe ich denn da? Ah, gut. Hab mich vertan. Mein Fehler. Aber was war stattdessen? Ja, 40.000. Ja, stimmt. Wir machen keinen Gewinn mit dem Stromexport. Jetzt haben wir so die Kosten. Werden zumindest ein bisschen gedeckt. Ja, da fallen bestimmt auch noch hier Deponie und Gesundheit runter. Das müsste, wenn mich fragt, noch mal ein bisschen aufgedröselt werden. Na gut, okay, Schwamm drüber. Also ich muss sagen, die Wartezeit finde ich kann man gut nutzen, einfach mal hier so ein bisschen zuzugucken. Gut, ist jetzt für ein Video langweilig, aber ich finde das ganz angenehm. So, wir haben einen neuen Meilenstein. Jetzt können wir wieder ein paar Sachen machen. Wir haben zwar einen Punkte, die würde ich jetzt gerne in die Wasseraufbereitungsanlage investieren, damit wir den Schund, die Kacke, um es so zu sagen, dass wir die nicht mehr einfach so ableiten. So, 400.000 kostet einiges, aber ich denke, das ist es wert. So. Den Bock reiße ich dafür ab. So, jetzt haben wir noch ein Abwasserrohr, was ebenfalls weg muss. Sonst gibt es Beschwerden. So, so ein Becken passt genau daneben. Ich würde das erstmal so lassen. Reinigungsrate sehe ich gerade. 50%. Achso, das sorgt für eine höhere Kapazität und das hier erhöht die Reinigungsrate. Na komm, nehmen wir das erstmal. So. Ja, so ein bisschen muss ich mit dem System noch vertraut werden. Ist halt einiges anders im Vergleich zum ersten Teil, was ich aber geil finde. Ach ja, und eine Schule haben wir jetzt freigeschaltet. Grundschule. Ja, da kann man ja. Okay, wir haben Spielplatz. Erweiterungsflügel. Ja, stimmt. Die Grundschule war da nicht ganz so schlimm. Aber es gibt ja noch hier die höhere Schule. Die hat einen Sportplatz. Das ist ein richtiger Brecher. Die würde ich mal direkt hier hinsetzen. Und hier, das meine ich. Komme auch schon damit an die Stadtgrenze. Was bringt er uns? Ja, Gesundheit verbessern. Das können die Bürger dort machen. So machen wir es. Und schon haben wir den dritten Meilenstein. Ja, es gibt auch Geld, also Bilanz ist am Anfang anscheinend noch nicht ganz so tragisch. Jetzt haben wir Feuerwehr. Sollen wir auch nicht mitgeizen? Ja, wir sollten so ein bisschen Platz lassen, dass wir die Gebäude erweitern können. Und Polizei. Dann haben wir das. Und ich weiß mal noch Gebiet mit niedriger Dichte aus. Einmal hier. Weil da haben wir schon wieder Nachfrage.
Gewerbe wird auch schon voll. Kümmere ich mich auch mal gerade drum. Da ist jetzt ein unschöner Knick drin. Schon besser. Und mittlere Dichte wollen sie jetzt auch wieder mehr haben. Da erweitere ich mich einmal nach hier hin. Müssen nur aufpassen, dass wir nicht zu munter das Geld ausgeben. So, wir haben jetzt hier noch zusätzlich zu den Reihenhäusern Wohnhäuser. Mehr Familienhäuser. Ich frage mich ehrlich gesagt, wo der Unterschied ist. Ja, aber ich muss sagen, die Reihenhäuser gefallen mir schon ganz gut. Ich setze weiterhin auf die. Die Nachfrage sinkt jetzt zwar gerade wieder, aber egal. Klatschen wir mal hin. Und hier noch Gewerbe. So, Strom. Die Frage ist, soll ich den Strom drosseln? Ich gucke erstmal, was kostet uns denn am meisten. Ah, warum wird denn das nicht hier aufgedröselt? Ja, doch, hier, okay. Ah, 26.000 kostet uns der Strom. Nee, das ist das. Ja, doch. Gewinn ist da schon verrechnet. Geht eigentlich. Wenn wir so ein bisschen dran drehen, bringt das was? Okay, auch eine Sache, wo man hier aufpassen muss. Die Effizienz. Moment, falscher Schieberegler. Hier, Effizienz. Die sinkt überproportional. Oder vergucke ich mich da gerade? Ja, doch. Wir reduzieren das Budget um 50%. Da reduziert sich die Effizienz um 75%. So, ich versuche einmal das hier. Ja, kann sein, dass das Defizit sogar steigt. Ja, es scheint im ersten Moment sogar zu steigen, aber ich will abwarten. Wir müssen das halt nur im Auge behalten. Wir müssen aufpassen, zu viel runterdrehen dürfen wir auch nicht, weil die Temperatur schwankt, ja, und wenn es kälter wird, wird auch mehr Strom verbraucht. So, jetzt erweitere ich mich noch ein bisschen nach hier. Okay, Strom behalte ich im Auge. Ich habe mich noch nicht so viel damit beschäftigt, aber ich glaube fast, wenn wir mehr Strom erzeugen, verlieren wir weniger Geld. Weil Stromexport scheint mächtig was zu bringen. Egal. Gucken wir nach. Ansonsten Wasser. Wie sieht es da aus? Ich schätze mal, 20% können wir locker runternehmen. Wasser knallt auch ordentlich rein. Okay, bei Strom hingegen probiere ich jetzt mal Folgendes aus. Ich drehe den Regler voll auf. Mal schauen, was dann passiert. Kommt überhaupt alles raus? Ja, scheint auch nicht optimal zu sein. Ja, ich resette das mal. Bleiben wir beim Status Quo. Nein, nee, komm. Ich kann nicht dran glauben, dass es bringt, mehr Strom zu erzeugen als nötig. Ich spiele jetzt einfach erstmal ein bisschen mit. So, Strom lasse ich jetzt mal so. Wasser, wie sieht es damit aus? Kann ich, glaube ich, noch mal ein bisschen was runternehmen. So, Gesundheit. Möchte ich ja fast ungern dran beigehen. Ist aber nach den Sachen der größte Posten. So, sogar, ist das sogar der zweitgrößte. Ui. Das ist Big Uff. Auch hier würde ich mal 30% Effizienz runternehmen. Oh, was? Müllverwaltung macht sogar Plus? Wie geil ist das denn? Okay, Gesundheit, müssen wir aber aufpassen. Wir dürfen nicht in Deutschland Move machen und das System kaputt sparen. Ja, beschweren sich schon.
Okay, jetzt lasse ich mal doch auf 100%. Auch wenn es unsere größte Kostenstelle ist. Also die zweitgrößte nach Wasser. Bringt nichts, wenn die Leute unzufrieden werden. Aber Bildung, denke ich, können wir noch so ein bisschen was regeln. Ja, Müll bestimmt auch. Da würde ich auch 50% sogar runternehmen. Ja, scheint sogar was zu bringen. Bildung. Was geht da? Ich würde behaupten, da geht einiges. Ja, die Schulen sind nicht mal ansatzweise voll. Ich versuche jetzt einfach mal Folgendes, das Budget ganz ans Ende zu prügeln. Und wir haben ein Gebäude freigeschaltet. Vertigo Square. Es gibt hier so verschiedene einzigartige Gebäude. Spezialgebäude, die bestimmte Effekte haben. So, plus 3 Wohlbefinden in einem Umkreis von 750 Metern. Wenn ich das hier hinbaue, geht nichts kaputt. Na komm, ich würde sagen, knallen wir hier hin. Mal schauen, was das bringt. Aber so dahingestellt sieht das ein bisschen falsch aus, wenn ich das so sagen darf. Ich erweitere mich noch ein bisschen nach hier. So, ich habe bei Sway mal das Budget für die Bildung wieder auf 100% gedreht. Weil hier war ein Punkt, geht es dann zur Grundschule. Und ich habe hier die Infoansicht geöffnet. War gelb, das Straßennetz ist aber, wie man sieht, wieder grün. Scheint also eine Auswirkung zu sein. Ja, wie gesagt, ist also noch ein bisschen neu für mich. Doch einige Unterschiede im Vergleich zum ersten Teil. Also hier gerade, wir haben noch Punkte. Ja, Notstromaggregat wäre eine Option. Schnellstraße wäre eine Option. Sozialamt wäre eigentlich auch eine Option. Haben wir denn arme Leute? Also den Dimensionen, dass ich das lohnen würde. Ich denke, wir können erstmal eine Schnellstraße bauen. Ich sehe gerade. Hier ist das vielleicht keine so gute Idee. Also ich will Schnellstraßen doch erstmal aufheben. Jetzt sind die Bürger ordentlich zufrieden. Er könnte vielleicht mit den Steuern so ein bisschen spielen. Ja, das ist auch ziemlich komplex hier. Ja, stimmt. Hatte ich so gar nicht auf dem Zettel. Also, wenn man so ein richtiger Wirtschaftsfreak ist, kann man sich hier richtig austoben. Da finde ich gar nicht mal so schlecht. Da haben wir ganz verschiedene Einkommensstufen. Da kommt erstmal die Notstromaggregatstation. Dann haben wir, wenn die Stadt mal wächst und wir die Kontrolle über den Strom verlieren, noch einen kleinen Puffer. Ich würde sagen, die macht auch gegenüber vom Kraftwerk direkt Sinn. Ich würde sagen, bis die Aggregatstation voll ist, booste ich den Strom mal wieder. Drehen wir mal komplett auf. Ich würde sagen, Starkstrom schließe ich auch einmal an. Dass das alles so ein bisschen schneller geht. Okay, die Frage ist jetzt. Ach so, es fließt kein Strom durch die Hochspannung, also durch die Exportleitung, weil es hier schon rüber geht. Ja, okay, lassen wir es mal so. Na, College könnte vielleicht Sinn machen. Ich will mal gucken, wie das kostentechnisch aussieht. Oh, können wir uns nicht mal leisten. Nee, das College, das ich glaube ich erstmal. Das knallt doch ein bisschen sehr rein. So Leute, dann sage ich danke fürs Zuschauen bei dieser Folge CSGO 2. Ich bin raus. Ciao.